Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ihr habt bestimmt auch das Problem wie ich. Ihr habt vielleicht große Bäume und Sträucher. Und wenn ihr es zugeschnitten habt, wisst ihr nicht mehr wohin mit den ganzen Ästen und dem ganzen Material. Jetzt könnt ihr hergehen und den üblichen kleinen Elektrohäcksler kaufen oder mieten und ihr verhungert jedes Mal mit den Häckseln. Also wir haben da Alternative vom Preis-Leistung, sehr gutes Gerät von der Firma Grimbes. Der Bionada-Häcksler. Mit einem leistungsstarken Honda-Motor. Das ist der GP160, der hat 5,5 PS. Und das Häckselgut wird einfach hier über den Auswurf hier rausgeworfen. Könnt ihr auch einfach ran, wenn was ist. Braucht ihr bloß hier aufmachen. Dann kann man den hier verstellen von der Höhe her. Oder wenn man ganz runter machen möchte, dann kann man hier die Schraube noch aufmachen. Dann kann man den Deckel ganz runter nehmen. Einfach mit den zwei Schrauben. Also es stellt im Endeffekt hier ein, wie weit das Häckselgut wirft. Also wenn es eher daneben hin schmeißen sollte, dann geht man ganz runter. Wenn man es weiterwerfen möchte, ganz hoch oder zwischendrin geht natürlich auch. Wird einfach mit den zwei Schrauben verstellt. Und wie gesagt, wenn man an die Messer ran will, dann muss man den Trichter wegschrauben. Ihr habt große Räder, richtige Metallfelgen, gummiert. Also ihr könnt es ohne Probleme durch den Rasen schieben oder wenn das Gelände nicht so unwegsam ist, ist hier ein großer Griff dran. Könnt ihr hier so nehmen und dann einfach schieben. Das ist eine große Öffnung. Entsprechend, wo ihr das Häcksel gut reinschieben könnt. Und wie gesagt, ein Honda Leichtstartmotor. Also die springen wirklich super leicht an. Beachten das, was ich zum Thema Kraftstoff immer sage in den anderen Videos. Vom Starten ist es aber auch ganz einfach. Man braucht hier bloß einen Benzinhahn aufmachen. So ist zu, so ist auf. Schock zumachen für den Kaltstart. Und hier habt ihr einen Gashebel auf Vollgas gehen. Und der Absteller muss auf On sein, hier. Vorher muss man natürlich das Öl entsprechend einfüllen. Wenn ihr bei uns kauft, kriegt ihr es natürlich fertig gemacht schon. Wenn ihr euch zuschicken lassen wollt, könnt ihr auch. Wir verlinken euch auch die Bestelladresse, könnt ihr direkt zugeschickt haben. Aber dann nicht vergessen, wir verschicken euch ohne Öl, müsst ihr halt dann noch Öl reinmachen. Ein Mehrbereichsöl wie beim Auto. Ja, das war es eigentlich zum Thema Häcksler. Wichtig ist Benzinlagerung und das alles beachten, dann habt ihr da langfristig auch keinen Stress. Das war wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Wenn es euch gefallen hat, macht es gefällt mir, liked es mich, abonniert es mich, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Nachmittag.